und eine destruktive Welt damit aufbauen, nach dem alten Mangeldenken, aus der Angst, die Welt werde mit Überbevölkerung nicht fertig, also wir seien schon zu viele Esser und die müsste man jetzt langsam wieder von diesem Planeten entfernen. Das kann es nicht sein, meine lieben Zuhörer. Und wir brauchen für diese Menschen ein menschenwürdiges Finanzsystem. Menschenwürdig heißt nicht mit $1 bis $2 am Tag leben, sondern mit mindestens, ich würde sagen mal 1000 Euro im Monat. Da fängt die menschenwürdige Grundversorgung an. Diese Zeiten sind überholt, meine Damen und Herren. Wir haben die Chance, schon lange den Wohlstand für alle verfügbar zu halten, hätten wir das dazu passende Geld- und Finanzsystem. Ich denke, über diese Frage sollten wir jetzt mal intensiv nachdenken. Ich mache das seit 50 Jahren. Mein Name ist Hans-Jürgen Klausner, als Unternehmer aufgewachsen und habe mir dann auch die Frage gestellt, weil ich im OR schon relativ in jungen Jahren den Artikel 2 und auch in der Verfassung entdeckt habe, der Staat sorgt für möglichst große Chancengleichheit und ausgewogenen Wohlstand. Macht er das? Wenn mir Banker diesen Satz oder wenn ich Bankern diesen Satz sage, dann staunen die und sagen, na was komisch, dass sowas steht im Obligationenrecht oder in der Verfassung, im Artikel 2 sogar. Das kann man mit dem kapitalistischen Finanzsystem gar nicht realisieren, dass es allen gut geht. Aber ich denke, in den Zeiten jetzt, die wir haben, schon seit über 20 Jahren, gesättigte Märkte, müsste Wohlstand doch für alle jetzt langsam das Thema der Regierung sein, womit sie sich also hauptsächlich beschäftigen sollte. Und was haben wir jetzt für eine Regierung, die beschäftigt sich mit Corona-Maßnahmen? Ja? Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich mir vorgestellt habe, was ein Staat zu tun hat, nämlich wohlstandssichernde Maßnahmen ergreifen. Und jetzt hat sie im Prinzip genau das Gegenteil gemacht. Ich bin eigentlich heute der Meinung, keine Partei vertritt mehr das Volk. Sie sind alle gekauft. Wir haben ein Finanzsystem, das eigentlich von der Grundkonzeption her immer dazu ideal geeignet ist, Leute zu kaufen. Wir sind alles arme, ich sage mal Lohnempfänger oder spielen gerne die Opferrolle. Ich muss ja arbeiten, ich kann nichts machen. Aber ich denke, diese Zeiten sollten wir beenden. Und jetzt ein Geldsystem, das ich mir jetzt 50 Jahre ausgedacht habe. Ich habe 3 Bücher darüber geschrieben. Hier sehen Sie das Band 1. Das Band 2 ist, wer muss es machen? Wir sind hier in der Schweiz eigentlich an der richtigen Stelle. Die Schweiz hat einen, möchte ich sagen, einen kosmischen Auftrag, sich um das Geldsystem zu kümmern. Das macht sie schon seit einigen 100 Jahren. Aber eben seit 100 Jahren hat das amerikanische Finanzsystem die ganze Welt gekapert. Wir müssen unsere Regierungen aus den Klauen des Gekauftseins, also aus der Korruption des Geldes, befreien. Die ganze Corona-Szenerie hat bewiesen, dass sie alle nur gleichgeschaltete Befehlsempfänger sind. Ja? Und wer hat die Befehle erteilt? Das amerikanische Finanzsystem. Und wir haben auch dort festgestellt, es waren eigentlich nur eine gute Handvoll Leute, die mit dem großen Geldsack im Rücken sozusagen, die dort das Sagen haben und die eine ganze Gesundheitsbranche kaufen können, ganze Labors finanzieren können und eine destruktive Welt damit aufbauen, nach dem alten Mangeldenken, aus der Angst, die Welt werde mit Überbevölkerung nicht fertig, also wir seien schon zu viele Esser und die müsste man jetzt langsam wieder von diesem Planeten entfernen. Das kann es nicht sein, meine lieben Zuhörer. Die Welt bekommt jedes Jahr 80 Millionen neue Bürger, im Moment noch. Ja? Das heißt, jedes Jahr sind wir 80 Millionen mehr. Und wir brauchen für diese Menschen ein menschenwürdiges Finanzsystem. Menschenwürdig heißt nicht mit $1 bis $2 am Tag leben, sondern mit mindestens, ich würde sagen mal 1000 Euro im Monat. Da fängt die menschenwürdige Grundversorgung an. Man spricht da jetzt von Grundeinkommen, das auch ungefähr auf diesem Niveau sein soll. Das mag in einem Drittweltland einigermaßen reichen, aber in einer Schweiz oder in einem
mitteleuropäischen Land, das eben einen Lebensstandard hat, wie wir ihn jetzt seit den letzten 50 Jahren kennen, ist natürlich das kein Grundeinkommen, das menschenwürdig ist. Ich habe hier mehrmals für die Parteien zu optimieren oder ihnen einmal ein Konzept in die Hand zu geben. Eben meine drei Bücher der Humanwirtschaft sind das Konzept für einen Staat, der wirklich die Aufgabe Wohlstand für alle gemäß Artikel 2 der Bundesverfassung jetzt wirklich umsetzt. Ja, es wird höchste Zeit. Was jetzt gerade wieder läuft mit der Ukraine, mit Krieg, Kriege macht man eigentlich immer nur, um Marktsättigungen zu beseitigen. Ja? Und eine Marktsättigung kann im Kapitalismus eben zu Preisdumping führen, zu Gewinnverfall, das ist logisch. Also müssen wir dem Kapitalismus langsam die Reißleine ziehen, die rote Karte zeigen und sagen, Kapitalismus war gut in Zeiten des Aufbaus, aber in der Zeit, wo wir mit dem Überangebot einer Wirtschaft zu kämpfen haben, muss die Solidargemeinschaft das Sagen haben. Ja? Die Regierung muss jetzt langsam verstehen, dass ihr Auftrag die gerechte Verteilung des Überflusses ist und nicht, dass sie wieder versucht, ihren Mangel auf so das unterste Niveau gleichmäßig zu verteilen. Man sagt ja, der Kommunismus ist die beste Theorie, um den Mangel gleich oder das Elend sogar gleichmäßig zu verteilen. Diese Zeiten sind überholt, meine Damen und Herren. Wir haben die Chance, schon lange den Wohlstand für alle verfügbar zu halten, hätten wir das dazu passende Geld- und Finanzsystem. An dem liegt es. Und diese Zeit ist jetzt gekommen, seit wir auf der Computertechnologie über hohe leistungsfähige Server, sogar über satellitengestützte Server verfügen, das CBDC, das Central Banking Digital Currency System, die beginnen ja jetzt, die Nationalbanken, zu sagen, wozu brauchen wir noch die kleinen Sparkassen? Sparkassen braucht eine Nationalbank nie. Die Nationalbank macht das Geld am Computer. Das können wir auch. Wir haben eigene Systeme. Ich habe schon vor 25 Jahren begonnen, Computersysteme einzusetzen, um ein neues Verrechnungssystem für Leistungen in die Welt zu bringen. Und schauen Sie, was ist Geld? Geld ist immer Kredit. Und Kredit können Sie entweder bei der Bank holen, dann ist es ein Bankkredit. Aber wenn ich in einer Firma, in einem Laden eine Ware bestelle und diese Ware nach Hause geliefert bekomme, dann bekomme ich einen Warenkredit. Und Warenkredit ist genauso Geld wie auf der Bank. Ja? Ich schreibe ja in meinen Büchern Geld mit T, damit Sie dahinter kommen. Geld ist die Geltung meiner Leistung. Jeder schafft sein eigenes Geld. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, sobald wir Unternehmer, ich zähle mich zu den Unternehmern, die nichts mit Geld zu tun haben, obwohl ich jetzt die Buchhaltung als Geld der Zukunft darstelle, wenn wir die Warenkonten einer Buchhaltung vernetzen über einen sogenannten E-Shop, den es heute überall verfügbar gibt, ja, das Corona-Thema hat uns gerade bewiesen, nur derjenige, der noch über einen E-Shop verfügt und auch die Leute, die gewohnt sind, über E-Shops zu kaufen, einzukaufen, die bekommen rechtzeitig die Ware, die sie sich wünschen und die sie brauchen. Ja? Zugänge zu Läden wurden ja ziemlich streng blockiert und mit Maskenzwang und so weiter. Das hat uns eigentlich jetzt noch richtig in die Computerzeit hineingepusht und das ist eigentlich ein Vorteil jetzt für uns, dass die Leute wissen, ein E-Shop ist die Grundlage jedes menschlichen Warentransfers. In der Euroweg-Verrechnungszentrale, die wir jetzt ja anbieten als Terra5-Projekt, für Banken bieten wir es übrigens an, gerade für diese Sparkassen, die jetzt nicht mehr gebraucht werden durch das Zentralbanken-Currency-System, also Währungssystem über Kreditkarten, die die Nationalbanken schon herausgibt. Ich habe hier schon das Muster aus der Schweiz vorliegen. Wenn wir diese Entwicklung jetzt ernst nehmen und die Banken sollten das ernst nehmen, die Kleinbanken meine ich, dann sollten die sich jetzt mit uns solidarisieren und sofort fragen, ich lade sie auch zu Seminaren ein bei uns, wie können wir weiterhin dem Volk dienen mit unserem Netzwerk, mit unserer Bankenvernetzung, damit der Mensch über den E-Shop seine Ware rechtzeitig bekommt und bezahlt.
Im E-Shop der Zukunft, den wir schon entwickelt haben, seit über 15 Jahren, ist Bestellen gleich Bezahlen. Bestellen und Bezahlen ist eigentlich nur noch eine Buchung. Bestellung, dort ist alles definiert, das Produkt, der Preis, der Ort, wo man es bekommt und dort, wo es hingeliefert werden soll. Und wozu wir dazu noch eine parallele Schiene, um Geld hinterher zu transferieren, das ist für mich schleierhaft. Also das ist für mich ein bisschen Mittelalter und hat nichts mit moderner Computertechnologie zu tun. Gut, um das System zu ändern, brauchen wir wirklich eine politische Gruppierung, die den Willen hat, bei den nächsten Wahlen zu gewinnen. Warum nicht? Wenn wir das richtige Lösungskonzept haben, und das haben wir mit Euroweg und Humanwirtschaft, dann könnten wir dem Volk diese Chance nun geben, Wohlstand für alle. Ich denke nicht, dass jemand dagegen sein wird an einer Volksinitiative oder an einer Wahl, wenn die Partei, die das Postulat liefert, wir verteilen jetzt den Überfluss der gesättigten Märkte gerecht an alle, ja? Natürlich jeder nach seinem Bedarf. Dann können wir mit diesem Postulat die Wahlen auf jeden Fall gewinnen, vor allem wenn noch dazu kommt, nicht nur, dass wir die 43 verschiedenen Steuern auf eine reduzieren. Ich habe in einem interessanten Buch gerade vor ein paar Wochen den Satz gelesen, dass der Staat mit diesen Steuern etwa 73% des Volkseinkommens auf sich fokussiert, dass der Fiskus, der Bund und das Land und die Kommunen damit bewusst Armut erzeugen. Natürlich haben die Geldmächtigen immer das Gefühl, wenn die Leute zu viel Geld haben, dann konsumieren sie zu viel und das gibt es nicht auf der Welt. Aber das ist der Trugschluss der Mangelbewusstseinselite. Wir wollen den Verfassungsartikel 2 der Bundesverfassung jetzt umgesetzt sehen. Der heißt Chancengleichheit und allgemeinen Wohlstand. Diese Partei, die diesen Artikel umsetzt, wird jede Wahl gewinnen. Und wer den Menschen noch an ihrem Geburtsort, den sogenannten Blankokredit, sagen wir dem, ermöglicht, der löst damit das sogenannte Flüchtlingsproblem, und zwar Wirtschaftsflüchtlingsproblem. Natürlich gibt es Flüchtlinge, die durch Kriege etc. aus ihrem Land vertrieben werden. Die muss man versorgen und aufnehmen. Aber die, die nur einen guten Job in unserem Land suchen, denen geben wir besser den Kredit in ihrem Geburtsland und dann haben sie dort die Chance, ihr eigenes Leben, ihr Land zu entwickeln. Ja? Dann gibt es auch das Problem der Medizin, das wir jetzt festgestellt haben, dass man die Welt von dieser Seite her in die große New World Order hineinpressen will mit einem Gesundheitsdiktat. Das hat für mich ungefähr den Eindruck, dass die Welt jetzt wirklich noch mehr auf dem Kopf steht. Sie stand schon immer auf dem Kopf, aber jetzt wird sogar von der Medizin her der Kopfstand zum System erklärt und die Diktatur über die Medizin. Wir brauchen keine Diktatur der Gesundheit. Wissen Sie, wir haben in der Humanwirtschaft eine Grundversicherung, die heißt Konkursversicherung. Wissen Sie, was eine Konkursversicherung bedeutet? Dass jeder Mensch damit blankokreditwürdig wird. Was macht ein Mensch, der blankokreditwürdig ist? Er zahlt seine Rechnungen dann, wenn sie anfallen. Er spart also nicht auf irgendeine Versicherung in einem fernen Land oder in einer fernen Zeit, wo er mal irgendeinen gesundheitlichen Schaden haben könnte und dann zahlt die Versicherung. Wenn man solche Versicherungssysteme immer in den Vordergrund schiebt, dann haben die Menschen ein echtes Bedürfnis, einmal davon zu profitieren und werden sich in eine Krankheit flüchten, wenn es mal gerade Gelegenheit gibt. So. Kapitalismus ist eben Konkurrenzkampf, den wir eigentlich in den Zeiten der Marktsättigung vergessen müssen. Wir müssen jetzt auf adäquatem Niveau eine Solidargemeinschaft installieren können. Ich sehe das auf der Basis der Genossenschaften. Die Sparkassen gibt es ja nicht mehr. Japan hat das bei uns schon mal vorgemacht, vor über 30 Jahren. Jeder Japaner ist Mitglied einer Genossenschaft gewesen und hat sein überschüssiges Kapital in seiner eigenen Genossenschaft wieder reinvestiert. Das heißt, Sparkassen braucht es nicht mehr. Gut, wir haben also mit Euroweg und Humanwirtschaft eine Software, ein politisches Programm, eine Welt,
Ein Weltverständnis, das nicht auf Mangel, sondern auf Überfluss basiert. Das muss man einfach mal ernst nehmen und diese Grunddaten halt studieren. Die Welt hat das Überflussproblem und nicht das Mangelproblem. Und wir haben ein Geldsystem, liebe Zuhörer, das ist 2.500 Jahre alt. Das kann doch nicht mehr unser Ernst sein, mit einem so steinalten Produkt immer noch das Gefühl haben, wir seien eine moderne Zivilisation. Wir sind eigentlich für mich gesehen eine Lachnummer, ja? Mit einem Bankensystem rumzueiern, das noch nie das Problem gelöst hat. Und jetzt kommt mein Hauptpostulat, was ich den Nationalbanken sagen möchte. Und das können sie auch jetzt noch nicht lösen. Eine Nationalbank muss zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Geldmenge verfügbar schaffen können und sie dann wieder auflösen. Weil Märkte, die etwas schaffen und verkaufen, dann gibt es den einen, der liefert, an den, der es braucht, dann hat der das Minus und der das Plus. Und wenn der was liefert an den, dann hat der das Minus und der das Plus. So, in der Verrechnungswelt des modernen Bankensystems ist die Summe aller Konten immer null. Da gibt es keine Einzahler oder einen, der den großen Sack auf den Tisch stellen muss. Wir brauchen nur noch Menschen, die gewillt und motiviert sind, vor allem Leistung zu liefern. Eben die Versorgergesellschaft zu garantieren. Und eine Versorgergesellschaft, die hört auf, Versorger zu spielen, wenn es keinen Gewinn gibt. Das war ja das Problem vom Kommunismus. Wir müssen, und das ist ein Hauptprädikat meiner Humanwirtschaftstheorie, wir müssen den Staat verpflichten, den Gewinn zu schützen, per Gesetz. Und wenn ein Staat nicht selber darauf kommt, dass das sein oberstes Prädikat sein soll, ein Volk, das im Wohlstand leben sollte, braucht doch Gewinn. Also muss doch der Staat den Gewinn gesetzlich schützen und nicht mit Steuern abschöpfen. Das ist ja eine Dummheit meiner Meinung nach, die sollte man jetzt wirklich überall in den Nachrichten, in den Fernsehsendungen mal dem Volk erklären. Gewinnbesteuerung hat nichts mit Sozialismus zu tun oder mit sozialer Gerechtigkeit. Das ist Zerstörung von Einmaligkeit. Gewinnbesteuerung ist Vernichtung von Freiheit. Und ist auch Vernichtung von Motivation. Meine Leute, wenn wir keine Motivation haben, bricht bei uns alles zusammen. Also ich denke, mit diesem Postulat sollten Sie verstehen, Humanwirtschaft, die Partei, die Sie in Zukunft wählen können, das ist das Kernthema, das wir Ihnen vermitteln können. Vielen Dank.